Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. 19.59 Uhr, runden wir auf 20 Uhr am 24.10.2022. Update hat es heute tatsächlich nicht gegeben, aber wir haben ja hier unser eines Gebiet bereits gefunden, was man hier ausgebaut hat. Wir fahren mal weiter Richtung Madrid. So, und dann habe ich im Video, ich habe da nochmal einen Blick drauf geworfen, weil ich für den Titel wissen musste, wie das hier hieß. Ich habe dann noch was entdeckt, tatsächlich. So, Real Campo Real Loches Alcalá, okay. Wir fahren mal hier raus. Gucken, stand das hier? Guck mal. Na, das ist dieses Radar, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. 30 fahren. Aber das ist dieses Schild, was ich meinte. Arganda del Rey. Das ist das, was wir gesucht haben. Was aber auch auf der Karte so noch nicht steht. So, wir fahren Richtung Madrid. Und Richtung Madrid werden wir alles, ich denke mal hier. Da geht es jetzt im Moment noch nicht raus. Aber ich denke, da wird in Zukunft noch irgendwas kommen. Das ist auch noch vieles totes Land, ne? Und wir fahren jetzt mal erstmal hier weiter, Richtung weiter Madrid. Und werden alles das, was in der Nähe von Madrid ist, was in der Nähe von Madrid grau ist. Mein Gott, ist das schwierig. Nein, ich hab heute Nachmittag, ich wollte eigentlich nur ein Stündchen schlafen und dann sind mehrere draus geworden. Meine Augen danken es mir gerade. Das ist, ich weiß nicht, was hier im Moment los ist. Ich bin sowas von müde und kaputt irgendwie. So, da ist eine Bahnstrecke. Wir gucken uns hier genau um. Man hat die ja umgebaut. Da vorne schätze ich mal, das sind Olivenhaine. Ich schätze mal, dass wir da vorne über kurz oder lang. Auch hin dürfen. Vielleicht fahren wir da später mal vorbei, wenn ich dran denke. Aber erstmal halten wir hier den Verkehr auf. So. Madrid, Madrid. Ich muss irgendwelche Faktoren ändern. Das ploppt mir zu spät auf, teilweise, die Grafik. Mal gucken. Ah, und Laderuckler. Ja, aber ich habe ausgetauschte Mods drin. Mag sein, dass er da in diese Richtung noch irgendwas tut. Man weiß es nicht so genau. Und hier ist jetzt erstmal viel Gegend. Ist auch viel Traffic, muss ich sagen. Das gefällt mir. Außer wenn die mich aufregen. So. Was haben wir denn hier vorne? Ist hier. Ich werde mal eben was gucken. Warte mal. Können wir das machen? Ich halte mal an. Ich weiß, ich bin böse, aber wir sind ja auf Erkundungstour. Und von daher sieht das im Moment mal gerade ganz anders aus. Das heißt, ich würde tatsächlich einmal hier ansetzen. Bevor wir dann da oben hinfahren, dass wir uns das mal angucken, was da ist. Und hier nehmen wir die 2, das gucken wir uns auch an. Und hier die 3 gucken wir uns auch an. Dann nehmen wir das da unten mit und 4. Genau, dann haben wir jetzt nochmal 160 Kilometer. Ist nicht so weit. Und dann haben wir im Prinzip alles das, was so ein bisschen grau erscheint, fertig. Da geht es dann eh nicht weiter für uns. Ich würde eigentlich gerne mal dieses Kleeblatt zunächst mal abfahren. Den Rest mache ich dann irgendwie später zwischen den Folgen. Ah, kann ich auch zwischen den Folgen machen. So weit ist es ja nicht auseinander. Das sind 160 Kilometer. Das kriegen wir dann hin. Wir fahren heute einfach mal das, was das Navi anzeigt.
So, und hier müssen wir halt, oder hier haben wir jetzt natürlich ein ganz besonderes Augenmerk, ne? Hier viel Sandgegend, oder? Gras wächst da nicht. Oh, ich weiß, eine Freundin von mir, die lebt in Spanien, die macht auch schon mal Schlangen aus dem Garten weg, die der Hund tot gebissen hat. Aber von der habe ich auch schon jetzt lange nichts mehr gehört. Die ist auch irgendwie aus dem Second Life verschwunden. Also man macht sich so ein bisschen seine Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. So, upsa. Und wir fahren genau hier raus. Gucken uns das da unten mal so ein bisschen an. Schalt mal nach außen. Ich weiß, das ist nicht so mein Steckenpferd. Links Riesen, Riesenhallen. Was ist denn da? Ist das ein Flugplatz oder was ist das? Da werden wir gleich drauf fahren. Mallorca, Madrid. Visita sin ad. Na gut, okay. So. Also hier waren wir schon mal. Die hat mal da hinten das Kartenende, so wie es aussieht. Hier hat man jetzt irgendwas dazwischen geschoben. Was sind das hier für ein Riesenarsenal? Und hier haben wir schon mal gestanden, ich weiß. Irgendwas dazwischen, irgendwelche Lagerhallen oder was sind das? Das ist ein bisschen weiter ausgebaut hier. Einfach mal hier rum. Kommen wir hier durch? Oho, das wird ein Abenteuer, Leute. Unfall verursacht? Warum? Bin doch nicht berührt. Ich habe den nicht berührt. Ich war das nicht. Niemals. KI-Verkehr haben sie hier anscheinend noch nicht implementiert. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ja, ganz ehrlich, das ist riesig. Weiß einer, was das hier für ein Gelände ist? Irgendwelche Markthallen oder so? Oh, hier ist der KI-Verkehr. Da ist er weg. Wir spawnen und despawnen die. Das müssen irgendwelche Markthallen oder so sein. Das ist ja echt riesig. Ui, da fehlt was. Guck mal. Da ist es. Hehe. Doch, ich hatte gerade Angst. So, dann haben wir das hier alles soweit entdeckt. Das sieht aus wie irgendwelche Markthallen oder sowas. Irgendwie ein Großmarkt, Lebensmittel und so weiter, wie in Paris, dieses Riesending. Das ist doch auch so ein, ne, wo du Fisch und Gemüse und so ein Krempel kaufen kannst in rauen Mengen. Wahrscheinlich eher so dann für den Großhandel auch gedacht, ne? Also Gaststätten. Was immer interessant ist jetzt bei den Umbauten hier, so diese Straßenführung. Ich meine, wir sind da unten schon mal gewesen. Ich kann jetzt mit Bestimmtheit nicht sagen, ob auf der einen Seite die Halle dabei war oder nicht. So, da klingelt das Telefon. Das ist mir jetzt aber im Moment gerade mal wurscht, weil ich jetzt gerade meine Aufnahme hier mache. Ich hasse unangemeldete Anrufe, ganz ehrlich. So. Soll später nochmal anrufen. Wir haben jetzt noch knappe
5 Minuten, die müssen jetzt noch gewartet werden hier. So. Wir müssen wieder durch den Schmetterling. Ja. Ah, Leute. Vor allem die dann nicht kapieren, wenn ich nicht abnehme, dass ich nicht da bin oder gerade nicht sprechen will oder kann oder wie auch immer. Vielleicht sitze ich auch auf dem Pott und bin am Kacken oder sowas. Aber eine langjährige Freundin, muss ich sagen, die habe ich eh abgeschossen. Hehe. Ja, das hing dann damit zusammen, ganz ehrlich. Ich meine, brauchen wir nicht diskutieren. Wir haben Ukraine-Krieg, was da läuft, ist scheiße und hast du nicht gesehen. Aber wenn jemand dann sagt, boah, die Ukraine gibt es gar nicht, dann ist für mich irgendwie, keine Ahnung, das Ding steht nicht umsonst auf der Landkarte. Natürlich gibt es das, egal wie es entstanden ist und weiß ich nicht. Sowas gehört sich einfach nicht. Das ist irgendwie... Nee, brauche ich nicht. So, dann gucken wir uns hier was an. Hier sind wir ja auch schon mal lang gefahren. Und ich wette mit euch, wenn hier alles gelb ist, dann sind wir auch bei den Firmen entsprechend aufs Gelände gefahren. Sprich, hier hat man offenbar vermutlich, zumindest für mich, sind hier Flecken, die ich noch nicht gesehen habe. Und die gucken wir uns jetzt an. So, ob mein Trailer ist, der hinten dran, ja. So, wir fahren einmal hier diesen Kreisel einmal in der Runde. Einmal rund. Komplett durch hier. Dann können wir nämlich für die Ausfahrt können wir ihn dann nämlich verwenden. Ach, guck mal hier. Da will er echt, dass wir hier... Oh nee, ey. Machen wir das eben so. Jetzt haben wir uns verfahren und müssen wieder zurück. Nein, Absicht. Aber schön hier über den Randstein. So. Jetzt muss ich da nochmal rum, weil ein Stück fehlt. Ey, Alter. Das ist das. Diese kleinen Stückchen, guck mal, nachher du hättest die Karte. Ich sag jetzt mal 99,9% abgefahren. Dieses kleine Stückchen grau hier würde dir fehlen. Du würdest das im Leben auf der Hauptkarte nicht finden. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man so einen Kreisel zum Beispiel nicht irgendwie als eine Einheit macht. Ich weiß nicht, wie das gebaut wird. Aber das ist ein bisschen... Sag mal, willst du mir jetzt auf den Sack gehen da vorne? Fährst du immer nur im Kreis, so wie ich oder wie? Alter, verzieh dich. So, irgendwas ist da gleich auf der rechten Seite, wenn wir drauf kommen. Das ist dann hier rein. Gucken uns das von außen an. Auch eine schöne große Industrieanlage. Okay. Wie detailliert das alles ist, auch hier so mit dem... Oh, mit dem ganzen Müll und Schrott und hast du nicht gesehen, ne? Wir müssen da vorne sowieso nochmal hin zurück, weil... Fahr auch mal hier rein. Weil da noch ein Sticker grau ist. So, wir können aber dann noch eben das Gelände da vorne abgucken. Ah, ich mache jetzt soweit alles weg. Junge, vor diese Pfosten da, du. Ja, das ist echt abenteuerliche Straßen hier, du. Fahren wir jetzt mal hier raus. Dann haben wir hier irgendwie noch ein Werksgelände. Da fahren wir gleich auch mal drauf.
ist dann das hier. Dann wir es jetzt so auflassen können. Genau, wir fahren nämlich hier wieder raus. Dann bin ich mal einmal kurz. Okay. Aha. Ich glaube, wir sind hier auf einer Müllkippe gelandet. Komme ich da raus? Nee, wa? Ich habe mich gleich wunderprächtig festgefahren, habe ich das Gefühl. Eieieiei. Irgendwie eine alte Ruine. Irgendwie wurde hier was abgerissen. Sehr interessant. Hier machen wir jetzt einfach mal ganz kurz Folgendes. Ich weiß, dass wir es nicht dürfen eigentlich, aber es ist mir jetzt auf diesem kurzen Stück gerade mal egal. Ich denke, links das Gelände wird uns auch irgendwann mal freigegeben. Hier haben wir ja Gott sei Dank auch unsere kleine Verkehrsinsel. Gut, wie wir mal eben fahren können. So. Ganz kurz gucken, ist da. Wie weit sind wir denn hier? Hier haben wir noch das Stück. Eins. Alter, hier müssen durch den Kreisel müssen wir einmal rum. Da ist noch so vieles. Das müssen wir alles noch abessen hier, diese Stücke. Junge, Junge. Aber das kann ich zwischen den Aufnahmen machen. Wir sind für heute, würde ich sagen, erstmal fertig. Hier an dieser Ecke haben wir soweit alles gesehen. Ich werde hier die letzten Pflaster noch wegmachen. Das heißt, ich stelle gleich mal irgendwo unseren Trailer ab. Werde das Ganze mal hier abfahren. Und dann gucken wir mal, wo wir noch hinwollen. Wir haben jetzt noch 109 Kilometer vor uns. Ich werde die Strecke mal löschen. Und hier oben war ja unser Endziel. Das kriegen wir dann aber hin. Wieder in alter Frische, gesund und munter dabei seid und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.